Moin moin zum Techniktipp und in diesem Video geht es um ein Thema, das sich hören lassen kann. In den letzten Videos haben wir uns ja bereits die verschiedenen Kameraarten angeguckt und alle Kameras haben bezüglich Ton eins gemeinsam. Sie haben ein internes Mikrofon, das hört man jetzt gerade auch bei der Kamera, die mich eben gerade filmt. Und wie man hört, ist der Ton des internen Mikrofons mäßig. Vor allem natürlich wird er nicht besser, wenn ich mich von der Kamera entferne. Und deshalb ist es fast immer nötig, dass man ein externes Mikrofon an die Kamera anschließt. Als erstes Mal habe ich jetzt auf die Kamera ein kleines Richtmikrofon gesetzt und man hört hier, dass die Tonqualität sich schon deutlich unterscheidet. Als nächstes benutze ich ein großes Richtmikrofon, wie wir es ganz viel auch bei TV38 benutzen und auch zum Ausleihen zur Verfügung stellen. Als Handmikrofon bei Interviews zum Beispiel, wenn ich nicht mehr als ein Mikrofon mitnehmen möchte, dann baue ich es als Richtmikrofon auf die Kamera, um Atmos aufzunehmen, oder auch beim Interview benutze ich es als Handmikrofon. Dafür gerne natürlich mit einem TV38 Mikrofon Windschutz. Noch komfortabler ist hier ein Handmikrofon ohne Kabel für eine Interviewsituation und auch hier hört man eine deutliche Veränderung des Tones. Ich benutze heute hier ein sogenanntes Lavalier-Mikrofon. Das ist ein kleines Ansteckmikrofon, was ich mir hier an die Jacke klippe und wenn man das Kabel einigermaßen versteckt, dann ist es auch fast unsichtbar, wenn es einigermaßen zur Klamottenfarbe passt. Bei dieser Art von Mikrofon unterscheidet man grundsätzlich zwei verschiedene. Das hier ist jetzt eine sogenannte Funkstrecke. Das bedeutet, ich habe einen Empfänger an der Kamera und dieses hier ist der Sender, mit dem ich mich dann frei im Raum bewegen kann und der Ton sich nicht wirklich verändert. Das ist natürlich auf jeden Fall vorteilhaft, wenn der Protagonist vor der Kamera sich bewegen muss. Sitze ich jetzt mit meinem Protagonisten irgendwo an einem Platz, so wie ich jetzt im Grunde, filme ein Interview oder ähnliches, dann geht das Ganze auch etwas einfacher. Und zwar gibt es auch Ansteckmikrofone mit langem Kabel. Das heißt, ich stecke das Kabel praktisch einfach in die Kamera direkt und führe es zu meinem Platz, habe im Grunde genau damit gleich guten Ton. Der Unterschied und der Vorteil dabei ist, dass diese Mikrofone mit Kabel wesentlich günstiger sind als so eine Funkstrecke. So ein Mikrofon mit Kabel bekommt man schon ab 20 bis 25 Euro. Wie immer muss man auch die Anschlussmöglichkeiten beachten. Dieser Camcorder hier zum Beispiel hat einen XLR-Anschluss. Damit würde ich mit diesem Mikrofonstecker hier nicht weit kommen. Das heißt, ich brauche entweder ein Mikrofon mit XLR-Anschluss oder es gibt Adapter von Klinke oder Mini-Klinke auf XLR. Genauso das gleiche Problem hätte ich bei diesem Handy, denn auch dieses Handy hat keinen Klinkenanschluss mehr. Für diesen Fall gäbe es aber auch einen Adapter. Das war mal ein kurzes Video heute zum Thema Ton. Wichtig immer vor dem Dreh in Erfahrung bringen, mit was für einer Situation hat man es zu tun, was möchte man überhaupt machen vor Ort, braucht man nur Atmo aufzunehmen, muss man ein Interview machen, ein Interview, wenn ja, mit wie vielen Personen. Dazu wird es nochmal ein weiteres Video geben, wie gehe ich mit der Situation um, wo ich mehrere Personen vor der Kamera habe und mehrere Tonspuren auf einmal aufzeichnen muss. Bis dahin, ciao.